Die einseitig von Saudi-Arabien verkündete Waffenruhe im Jemen steht kurz nach ihrem offiziellen Beginn offenbar schon wieder vor dem Scheitern. Unbestätigten Berichten von Hilfsorganisationen zufolge waren bei Sana'a am Montag Explosionen wie von Luftschlägen zu hören. Am Boden gab es vielerorts erneut heftige Gefechte. Die Houthi-Rebellen verweigerten sich am Sonntag der Feuerpause, laut einer Twitter-Nachricht, weil damit nur Al-Qaida und der IS-Miliz gedient seien. Doch die Bevölkerung im Kreuzfeuer braucht dringend humanitäre Hilfe. Sie haben Frauen und Kinder getötet. Hier gibt es keine Houthis und keine Militärbasen. Hier gibt es gar nichts. So ein Bewohner von Mokka, wo die Zahl der Todesopfer eines saudischen Luftangriffs am Samstag laut lokalen Medien inzwischen auf 80 stieg. Die saudisch geführte arabische Koalition wollte ihre Luftschläge ab Sonntagnacht 5 Tage lang einstellen, um humanitäre Hilfe ins Land zu lassen. Saudi-Arabien selbst schickte schon am Freitag ein Flugzeug mit 12 Tonnen medizinischen Hilfsgütern. Doch die Verteilung bleibt ein ungelöstes Problem.